Wunderschönen guten Tag. Oh Gott, Leute, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu For Honor. Es tut mir voll leid, heute kein Minecraft-Video euch zu präsentieren, aber ich dachte mal, habt ihr Bock einfach mal einem Idioten beim Spielen, also bei Minecraft spiele ich auch sehr idiotenhaft, aber ich dachte mir, vielleicht ist es auch ganz cool, euch mal, ich kann das Spiel nicht, weil ich habe keine Ahnung. Ich möchte es ganz gerne lernen, aber ihr seht schon vielleicht ganz klein, ja, mein Wappen ist das Allergeilste auf der ganzen weiten Welt, ja? Schaut euch das bitte mal an. Wie geil ist denn dieses Emblem, bitteschön, ja? Kann ich das, hallo? Ich möchte es ganz gerne bearbeiten. Da, das Emblem, diese grandiose Eule, da habe ich wirklich ungelogen 5 Minuten dran gesessen. Nee, war schon so eine halbe Stunde. Ich finde es mega. Das Emblem ist das coolste auf ganz For Honor. Ja, ich dachte mir mal, ich habe das Tutorial gerade mal gespielt und ich würde ganz gerne euch mal ganz kurz mitnehmen in eine Kampagnenmission. Wenn ihr eventuell denkt so, boah Dom, davon will ich mehr sehen, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Ich entschuldige mich wirklich zutiefst, dass kein Minecraft kommt heute, aber ihr werdet auch heute sehr lustig. Was haben wir denn hier? Schwierigkeit normal. Wir müssen irgendwie Fürsten und Feiglinge, wir müssen irgendwas machen. Ich habe das Tutorial gespielt. Ja. Sie sind die Mitglieder. Nein. Eines in Vergessenheit geratenen uralten Ordens. Oh. Sie sind die Beschützer der Schwachen. Die Beschützer? Und Meister des Langschwerts. Oh, ich habe auch was ganz Langes. Ihre Ursprünge sind längst vergessen. Und doch kämpfen sie weiterhin für das Recht. Immer für das Recht, Leute. Doch nur wenige. Hab ich recht? Dem Orden beitreten. In die Eier, aua. Aber ich darf dem Orden bestimmt beitreten. Hoffe ich doch mal. Ich glaube es. Wir dürfen jetzt einen Charakter auswählen, ja, und zwar der Wächter ist schon ganz. Ach, wir dürfen eine Figur. Wir nehmen mal eine Frau, oder? Nee, komm, wir nehmen einen grazilen Mann, nehmen wir. Kartenübersicht haben wir. Boah, ist das detailliert. Wir gehen einfach mal los, machen auf bereit und spielen. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Spiel geht. Man muss blocken, man muss angreifen, man muss kontern, man muss sich eine Richtung irgendwie auch noch auswählen. Leute, ihr werdet gleich wirklich Einblicke bekommen in eine Sache, die ist echt schlimm. Denn wenn man ein Spiel nicht kann, hat man echt ein bisschen Bammel auch davor, das Spiel zu präsentieren. Und ich kann euch nur sagen, ich werde. An diesem Angst. Tag erfuhr ich, dass ich dem falschen Scheiße war, ja. Dass ich scheiße war. An diesem Tag erfahrt ihr auch, dass ich scheiße bin. Verteidigt die Mauern! Der Tag, an dem ich die Schwarzenfelslegion traf. Und Holden Cross. Oh nein, da kommen der Gegner. Ich will jetzt schon nicht mehr kämpfen, Leute. Ich möchte jetzt. Oh Gott, die machen ja hier eine Leiter dran. Oh mein Gott, wir sind unaufhaltbar. Einfach eine Leiter und los geht's. Oh, Kollege, du bist tot. Ah, tut mir voll leid. Haltet sie von der Mauer fern. Denn ich gehe jetzt erstmal. Ach, wir sind die? Ach so. Ah, oh, nee, wir sind denn jetzt? Auf der Mauer oder auf der Lauer? Sitzt ein kleiner Dom. Ach, guck mal, mit einem trojanischen Pferd. Mehr oder weniger. Kommen sie ja rein. Es ist ja aber lustig. Wer bin ich denn jetzt? Ich bin der. Super. Was muss ich tun? Runtergucken. Wie alles zerbricht. Oh nein. Ich bin ein Wächter. Und ich bin Dom. Ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. Okay, die Pflicht wegzulaufen. Wir laufen einfach nur weg. Wir müssen nach unten laufen. Okay. Da ist einer. Ein Gegner. Nein! Oh, fuck. Jetzt werdet ihr erstmal. Okay, erstmal Explosion erleben. Und jetzt werdet ihr sehen, wie Dom versagt. Denn Dom kann das Spiel überhaupt nicht. Oh Gott, 2 Gegner auf einmal. Junge, es reicht. Ach so. Ja, Deckungsmodus. Ich habe das Tutorial gespielt. Dankeschön dafür. Ja, ich habe das Tutorial schon gespielt, Leute. Ja, wir können switchen. Dankeschön, dass ihr das Tutorial nochmal für mich erklärt. Ich habe das aber schon gespielt. Oh, du bist tot? Das war aber doof. So, also ja, wir machen hier mal einen kleinen Tanz. Hallo, einen Tanz, einen Tanz, einen Tanz. Oh ja. Es ist ein kleines Tutorial. Finde ich sehr doof persönlich, um ehrlich zu sein. Erstmal schön blocken. Ja, ja. Erstmal schön nochmal blocken. Und, nach rechts. Aua. Du kannst mir nichts anhaben. Es ist doch einfacher als gedacht, es ist eine Art Tutorial. Habe ich nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein.
dachte, es wäre hier schon so ein bisschen mehr in Richtung... Ich werde einfach irgendwo reingeworfen und muss gucken, dass ich hier irgendwie überlebe. Aber nee, man muss hier quasi blocken. Man muss einfach die Richtung nachahmen, die der Gegner da oben macht. Quasi jetzt nach rechts, nach links. Und jetzt können wir zurückschlagen. Einen schweren Angriff können wir machen. Einmal kurz nach rechts gehen. Und dann... Bams, leichter Angriff. Leichter Angriff. Leichter Angriff. Oh, er blockt auch. Masse nicht, ne? Masse nicht. Er blockt. Wir können mal eben... Wir können nichts machen außer blocken gerade. Ich kann schon viel mehr eigentlich, aber... Ich... Yes! Bams! Dom gibt ihm in die Fresse. Ich bin eine Eule mit meinem Eulenwappen. Aua, scheiße, das war doof. Ah, den müssen wir jetzt töten, oder wie? Alles klar, schön. Und jetzt... Können wir nicht? Nein, können wir nicht. Oh, wir hätten mal das Ding durchbrechen müssen. Aber schöne Schläge. Schöne, schwere Angriffe. Checkpoint erreicht. Ist ja super toll. Im Krieg geht es oft um Mauern, Tore, Hügel. Jeden Tag werden Schlachten gewonnen und verloren. Okay, nur Mama. Aufgrund der Wahl des Schlachtfeldes. Haben wir noch einen? Da haben wir noch einen. Was geht mit dir so? Die Mauer halten. Was geht mit dir? Erstmal den schweren Angriff hier ausweichen und blocken und jetzt kontern. Durchbrechen. Ah, ich breche dir auch ins Genick, Alter. Meine schöne Kotze überall verteilt. Was ist hier oben? Da oben ist gar nichts mehr. Aber grafisch muss man sagen, schon ganz... Oh, oh. Du bist ein Gegner? Du lebst ja noch. Ich red hier einen um den Wind und so. Und auf den Boden legen und... Man muss schon sagen, ich glaube... Haha, hallo, zwei Gegner auf einmal. Was geht bei euch denn? Das ist ein bisschen viel, aber er spielt sich gerade gut. So, stimmt, du auch nochmal. Alle tot. Da. Meine Freunde, kommt. Ich habe alles bereinigt. Wie die Erstkommen alles vorbei ist, ne? Ein bisschen früher wäre schon geil gewesen. Wir gehen jetzt mal nach unten. Wir müssen nämlich da lang erreichen den Innenhof. Bereiche den Innenhof. Wir können nach oben drücken, um was zu machen. Ach, guck mal hier. Pickups. Jetzt ein Pickup, Leute. Wir können quasi das hier aufstellen und sagen, hier, da bin ich. Ich will meine Eule sehen. Wo ist meine Eule? Hier kann man jetzt quasi eine Art Healpoint haben wir hier. War das gut gesetzt? Ich weiß ja nicht genau. Ich glaube vielleicht nicht zwingend. Und da haben wir Gegner. Und das nicht zu wenige. Von hinten angreifen wäre super. Und die müssten wir halt so besiegen, ohne irgendwas. Einfach von hinten reindreschen. Das einfach mal reinklotzen und sagen, wer hier der Held ist. Also man kann verschiedene Charaktere auswählen. Das weiß ich auch schon. Habe ich auch schon ein paar... den Samurai habe ich mal gespielt. Ah, super toll. Ich bin mal gespannt, ob ihr davon mehr sehen wollen würdet oder nicht. Ob ihr sagt, ey Dom, es ist so langweilig, mach bitte wieder Minecraft. Sagen die eh wahrscheinlich alle, ne? Aber... Aua, auf den Adler, Alter. Da liegt der ja richtig hart. Super. Da vorne liegt irgendwas auf dem Boden. Was ist das da? Oh, ein Banner wieder. Können wir wieder mal setzen. Vielleicht hier so hin? Leute, hier könnt ihr geheilt werden. Scheiße, von da oben greifen sie an. Da kommen Sachen. Erreiche den Bogenschützen. Wo ist der Bogenschütze? Wie komme ich da rein? Da nicht lang, oder? Nein. Okay. Wir müssen nach oben laufen. Wir müssen hier rum. Wo kommen wir hin? Wo müssen... Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Hilfe! Also so ist auch der Dom in echt. Wenn Dom jetzt hier bei... Also ich bin Dom, ne? Ich rede der dritten Person von mir. Warum? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier im Krieg wäre, ich würde einfach irgendwie im Kreis laufen und hoffen, irgendwie anzukommen. Na, was geht bei dir? Oh Gott. Da haben wir gerade Schaden bekommen. Ein Dachschaden, den wir eh schon haben, aber noch mehr Schaden. Oh Gott. Na komm. Durchbrechen! Und angreifen! Das geht immer noch am besten, meiner Meinung nach. Das Durchbrechen klappt immer noch sehr gut. Einmal nach oben zielen. Nach oben, er ist auch oben. Durchbrechen und reinhauen. Klappt sehr gut. Online wahrscheinlich nicht ganz so gut. Einmal kurz die Richtung wechseln. Um eben... Aua, nein. Das ist was Dummes hier. Schön. Die Hube ist aber auch richtig gut. Und jetzt müssen wir die wieder alle so erledigen. Die kleinen hier, die kleinen Krieger. Ich glaube, ich kriege euch. Ich kriege euch alle. Okay, alle down. Wunderbar. Ab zum nächsten Stützpunkt. Wir müssen den... Oh, können wir das jetzt zerstören? Es sah so bunt aus. Ist immer noch, ne? Ja! Oh! Geil. Wir haben ja auch noch... Es macht ja richtig Spaß.
Ich dachte hier, oh cool, dachte hier, das wäre irgendwie vielleicht gar nicht so. Ich dachte, der Story-Modus wäre irgendwie kacke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen begeistert vom Story-Modus. Um ehrlich zu sein, finde ich den ganz schön, vor allem auch mal so einen kleinen Einblick in den Multiplayer zu bekommen, so ein bisschen zu üben, bevor es letztendlich dann irgendwann richtig hart losgeht. Wenn ich Multiplayer spielen würde, mache ich mal im Stream, Leute. Es wird einen Stream geben. Bei einem Daumen nach oben gibt es einen Stream auch noch von diesem Spiel. So wird das gemacht. Seht ihr? Und dann könnt ihr nochmal erwarten und sehen, was hier nochmal Geiles kommt. Können wir hier mal eben... Jetzt will ich alles kaputt machen, weil ich hoffe, dass da irgendwas liegt. Da liegt doch irgendwas, oder? Da. Ich habe Stahl gefunden. Das ist eine okay Sache. Hier, hallo. Was geht bei euch so? Na, du? Von hinten angreifen. Oh, das ist ja auch noch einer. Es sind zu viele. Das sind, ja, ich merke das schon gerade. Nein. Wir schaffen das aber. Komm, wir schaffen das. Na, du, was geht bei dir so? Ich mal kurz erledigen hier. Und auf ihn drauf. Der nächste. Alle mal einfach so tippen. Wie ein 1000 Grad. 1000 Grad heißes Messer. Durch den Gegner durchrammen. Ja, das sind nur Gegner, ne? Das sind nur normale Gegner. Die holen wir uns mal easy hier und den auch. Ups. Tschüss. Alle tot? Ja, ne? Ich gehe voran, Leute. Ich hol mir den Bogenschützen. Wo ist er hin? Da vorne ist er. Wie bekommen wir die ganzen Leute? Okay, ich habe eine Idee. Und zwar, Seil durch... Aua! Alter! Das tut aber richtig weh! Ja, ja. Durch die Öffnung. Immer schön mit der Faust durch die Öffnung, Leute. Klappt immer gut. Und wir sehen das erste Spiel von oben an. Nein, wir gehen nach unten natürlich. Und helfen unseren Leuten da! Achso, RB! Von oben! Assassinenmäßig greifen wir an. Hallo? Vielleicht lässt du bitte mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Dieser Rambock würde die Schlacht entscheiden. Okay. Erstmal hinlegen den Typen. Und. Na, komm schon. Kurz mal eben die Deckung ändern. Wenn deine Ausdauer verbaut ist, okay, das ist doof. Vielleicht. Dann gehen wir mal ein bisschen in die Defensive. Ja, er macht das ganz gut. Hallo? Ich will eigentlich ganz gerne aufstehen. Dankeschön. Ja! Hätten wir exekutieren können, aber habe ich vergessen. Einmal kurz reinlaufen in den Typen hier, in den Großen. Was geht bei dir? Und hinwerfen. Ah, ist das schön. Das klappt so gerade echt gut, aber ich glaube, im letztendlichen Online-Modus wird es bei mir katastrophal enden. Aber das werden wir dann irgendwann im Stream erfahren. Hallo? Achso, es sind nur kleine. Die können wir mal eben so... Das ist ein großer. Na oben. Na da. Und weiter geht's. Komm schon. Ja, Baby. Kommen noch mehr große? Nee, ne? Nur kleine kommen an. Verteidigung, Leute! Verteidigen! Haben wir es geschafft? Ja. Checkpoint erreicht. Hi! Mit dem Kopf durch die Wand, im wahrsten Sinne des Wortes. Du Sturkopf, du. Alter, wie groß ist denn der? Und vor allem, wie dick? Domini! Domini, zeigt euch endlich! Ich bin Domini! Oh Gott. Der finale Kampf. Diese Krieger müssen nicht sterben. Ein Gerichtskampf. Jetzt und hier. Was? Gegen euch? Das wäre kein Gericht. Das wäre eine Hinrichtung. Hahaha. Gegeben, Alter. Ease. Meinen Campen. Jetzt geht's los, Leute. Ihr. Habt ihr auch schon so Angst wie ich? Ihr werdet mein Camp sein. Also gut. Hätte ich mich geweigert, es hätte ein Blutbad gegeben. Aber den erledigen wir doch, Ease. Was geht bei dir? Erstmal nach oben, nach da, nach oben, nach da. Schön. Wir müssen auch mal zurück. Schlagen. Schön gemacht. Ja, Baby. Was geht bei dir noch so, hä? Was willst du gegen mich anrichten? Einmal kurz blocken. Blocken und
mit angreifen. Oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ach, Dom. Aua, beide gehen drauf. Oh, blocken. Einmal kurz durchbrechen. Ah. Was? Was? Ich konnte gerade nichts machen. Okay, durchbrechen. Durchbrechen. Und schlagen. Jetzt. Stirb. Oh Gott. Aber nicht ja. Dobenie. Ich siege auch. Aua. Kacke. Einmal kurz vielleicht nochmal nach hinten gehen. Es wird knapp, Leute. Es wird knapp. Es wird knapp. Wir besiegen ihn. Wir schaffen das. Noch nicht ganz. Aua, wird knapp. Haha. Ja. Wir haben dich. Und stirb. Wer hat Bock auf Fußball? Da, Fußball, Fußball, Fußball. Sie hatten uns immer noch in der Hand. Es kann nicht sein, dass ein Ritter der Schwarzen Felslegion von einem gewöhnlichen Söldner besiegt wird. Ach, ich bin eigentlich ein ganz guter Skill-Level-mäßig. Aber jetzt ohne Schwert. Knie nieder. Wir werden jetzt zum Ritter geschlagen oder zum Wächter geschlagen wahrscheinlich. Hiermit erteile ich Ihnen, Herr Dom Enyard, alle Rechte eines Kriegers oder Wächters. Für Tapferkeit im Kampf und für ehrenvolle Dienste erhebe ich, Holden Cross, dich in den Ritterstand. Erhebt euch, Ritter der Schwarzen Felslegion. Hi, ich bin's. Und jetzt sind wir alle Freunde. Wir sind hier fertig. Eben noch gekämpft und sofort, ach komm, ich nehme mal kurz dein Schwert und schlage dich zum Ritter. Kommt mit. Hinterhalt, nein. Wir sollen mitkommen. Und oh, so unsere Reise beginnt, kam Leute. Ich schließlich zur Schwarzen Felslegion. Unsere Reise beginnt genau jetzt. Missionsbelohnung haben wir bekommen. Wir haben etwas erreicht. Wir haben hier, oh, guck mal, 1 von 10 zu beobachten Dinge nur. Bin ich so ein schlechter Adlerauge? Vor allem mit diesen großen, guck mal, Story-Level-Aufstieg, Level 2, gut, cool. Mein Wappen ist schon extrem geil, oder? Und guck mal hier, nochmal Blutdurst, Stufe 1. Was die ganzen Sachen bedeuten, ich habe wirklich null Ahnung. Überhaupt null Ahnung davon. Aber das soll mir eigentlich egal sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn kein Minecraft kam, es kam PvE halt. Ist okay Dieser gewesen. Wächter war mehr als würdig. Ja, ja. Aber es gab noch so viel zu erledigen. So viel, die Leute. Die Wikinger waren dabei, die letzte Zuflucht der Eisernen Legion in Aschfeld zu zerstören. Meine Schwarzenfelslegion sollte sie retten. Alles klar, freut mich zu hören. Wenn ihr also, wir können fortfahren. Ich will aber gerade nicht vorfahren. Wenn ihr also mehr sehen wollt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich denke mal, ein paar Videos können davon noch gehen, denke ich. Ich möchte ganz gerne auch mal so ein bisschen weg von Minecraft mal was anderes bringen. For Honor wird es auf jeden Fall auch noch in einem Stream geben, in einem anderen Tag. Irgendwann übermorgen oder übermorgen. Irgendwann, Leute. Dazu aber auch nochmal, also auf Twitter und so, ihr kennt das Spielchen ja, ein Daumen nach oben wäre super. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich so Cooles aus dem Spiel rausholen kann für euch ganzen Pros, die ganze Beta schon gespielt haben und wissen, wo es lang geht. Würde mich sehr freuen, ein bisschen Hilfe zu bekommen. Vor allem, welchen Charakter wir eventuell nehmen sollen und aber auch, was die ganzen Sachen bedeuten. Ich habe keine Ahnung, was hier unter anderem bei den Helden die ganzen Bewaffnungen, da unten ist Totenkopf mit 3 Männern drauf. Aha, cool, da ist ein Läufer. Was bedeuten die Sachen? Den finde ich persönlich sehr, sehr geil. Mit der Maske. Habe ich ja auch bei meinem, ne? Ich bin ja auch eine Eule, also ein Mensch mit Eulenmaske. Und die sind auch ganz geil, ne? Die sind alle sehr geil. Oh, die sind alle cool. Oh, der ist ja geil mit seinem... Boah, was für ein Tier, Alter!
Und der aber auch. Oh, hallo, ich bin's. Ja, ja. Also sehr gerne noch. Oh, komm, ne? Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Und zum nächsten Video. Dann auch wieder Minecraft. Haut rein, macht's gut. Bis dann. Tschüssikowski.